Wissenstransfer bedeutet für mich drei Dinge. Das ist zum einen erklären, Wissen bereitstellen für Dinge, die gerade in der Welt passieren. Zweitens Probleme, die an die Wissenschaft herangetragen werden, zu lösen, also wenn es Fragen gibt in der Gesellschaft, die wir lösen sollen. Und drittens ist, selbst Probleme zu kreieren, die für die Gesellschaft wichtig sind und die wir im Folgenden dann auch selbst lösen können. Fortschritt, Ausbildung und Wertschöpfung. Transfer heißt für mich überführen. Das heißt, Wissen muss zuerst generiert werden und dann wird es überführt. Das heißt, es braucht jemanden, der dieses Wissen will, der dieses Wissen braucht, der dieses Wissen umsetzen kann. Und demjenigen dieses Wissen zur Verfügung zu stellen, ihm zu übermitteln, das ist für mich Wissenstransfer. Ganz klar übersetzen, ganz klar Innovation und ganz klar Problem lösen. Wichtig, herausfordernd, rewarding. Wissen sollte dort ankommen, wo es wichtig und notwendig ist. Das bedeutet in der Informatik zum Beispiel in der Wirtschaft oder Industrie, aber auch in der Gesellschaft. Wissenstransfer, so wie es Oswald Oberhuber gedacht hat, bedeutet, Wissen innerhalb der Universität zu verknüpfen, aber auch über die Grenzen der Universität hinauszutragen und Kontakte und Kooperationen mit anderen Institutionen zu suchen. Die Weitergabe von Wissen, von Forschungsergebnissen, die wir im Labor produzieren, an zum einen Kollegen, andere Wissenschaftler bzw. Forschende, ganz allgemein die Universität. Wichtige Rolle natürlich für die Öffentlichkeit, das heißt, es kann zum einen privat erfolgen, als auch über die Medien und dann natürlich letzten Endes, falls es sich um Anwendungsmöglichkeiten handelt, dann an Wirtschaftsvertreter. Zugang, Synapse und Spaß. Ja, ich glaube, es ist eine Kunst, wie man eben versucht, auch gerade komplexe Zusammenhänge sehr einfach darzustellen, sodass es dann auch für eine große Anwenderschaft greifbar ist, dieses Thema. Und einfach auch ein großes Ausprobieren, welche Formate, sind es Konferenzen, sind es Publikationen, sind es kurze Filme, greifen wirklich und werden angenommen von Studierenden, auch von der breiten Bevölkerung natürlich. Im konkreten Fall geht es natürlich um die Frage, welche Zielgruppen wollen wir ansprechen. Also wir reden von einer professionellen Wissensproduktion, die aber quasi in die Öffentlichkeit an ein größtmögliches Publikum transferiert werden soll. Das ist tatsächlich nicht einfach, mit verschiedensten Personengruppen zu sprechen über Wissenschaft. Das ist eine Herausforderung von Kindern zu Studierenden, zu Industrie, verschieden zu kommunizieren eben und zu gucken, dass das Wissen ankommt. Einfachheit, Freude und gutes Zuhören. Wissenstransfer ist für mich ein Shift, ein epistemischer Shift weg von dem, was sozusagen in der klassischen Wissenschaft gemacht wird, nämlich versucht zu verstehen, zu erklären, zu beschreiben, zu analysieren, hin zum Gestalten, und zwar zum Gestalten von Zukunft. Und das ist eigentlich eine Designaufgabe. Und da geht es darum, quasi in Räume, in die Zukunftsräume hineinzuentwickeln, in gesellschaftliche Zukunftsräume hineinzuentwickeln. Das ist eigentlich das, was zukunftsgerichtete Innovation ist. Chance wieder. Zukunft und auch Herausforderung. Wissenstransfer heißt, das Wissen, das in den Universitäten erschaffen wird, in die Realität, in die Praxis hinaustragen. Zukunft gestalten. Mut, sich die Realität stellen. Beim Wissenstransfer denkt man meistens an die angewandte Forschung, weil das umgesetzt werden soll in die Industrie. Aber letztens ist die Grundlagenforschung die Basis dafür. Wissen ist, sollte frei sein, sollte offen zugänglich sein für alle Menschen jederzeit.
Und für mich persönlich ist es natürlich auch mein Auftrag, weil meine Anstellung an einer Universität beinhaltet, dass ich alles Wissen, das ich eben generiere, weitergebe an alle. Gesellschaftliche Verantwortung, eine mutige, risikofreudige Praxis und Respekt für die unterschiedlichen Formen von Wissensproduktion. Die Gesellschaft hat Anspruch auf unser Wissen mit der Einschränkung, wenn Wissen transferierbar ist, braucht es auch einen Schutz in Form von Patenten, denn sonst wird keine Firma dieser Welt versuchen, Investitionen in diesen Wissenstransfer zu stecken, damit ein bestimmtes Produkt dann auch wirklich als Produkt auf den Markt kommt. Universität, Medien und Patente. Im Zusammenhang mit den Künsten ist Wissenstransfer die Übersetzung des künstlerischen Wissens in ein Wissen, das für die Wirtschaft und für die Gesellschaft höchst relevant ist. Wissenstransfer wird bei uns sehr stark wirtschaftlich ausgelegt. Ich finde aber, dass es eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung gibt und dass es auch um Wissensaustausch in transkulturellen Dimensionen geht. Out of the box. Dort, wo die Technik an die Grenzen kommt, ja, das heißt, wo gesellschaftlich relevante Probleme auftreten, es notwendig wird, zu verstehen, was ist eigentlich das große Ganze. Und das ist eigentlich eine Aufgabe, die in der Philosophie oder in vielen anderen Geisteswissenschaften auch gestellt wird. Und genau in diesem Bereich sozusagen Zukunft zu gestalten, das ist eigentlich das Interessante. Und das ist auch das, was eigentlich für mich Wissenstransfer ist, auf allen Ebenen, vom naturwissenschaftlichen hin bis zum geisteswissenschaftlichen. Ideen brauchen Menschen, die an sie glauben, die an die Umsetzung glauben und die ihren Einsatz, ihre ganze Energie dahinter setzen, dass aus der Idee was Reales wird. Die klassischen Inspiration, Transpiration und das dritte würde ich die Finanzierungskapazität nennen. Eine Entdeckung, eine Erfindung aus der Universität braucht ein Team, braucht Entrepreneur-Spirit, der das Ganze antreibt und real und greifbar macht. Unser Wissen soll ankommen in neuen Technologien, innovativen Produkten und dadurch letztendlich in der Gesellschaft. Absolut unbedingt notwendig.